Whatever. Bye, bye. Herzlich willkommen zu FIFA 14 Season Modus. Heute mit dem Team Spartak Moskau gegen Olympique Lyon. Wird schon spannender. Wir haben im letzten Part leider 2-0 verloren, was eigentlich sehr unverdient war für den Gegner. Muss man jetzt mal so ehrlich sagen. Und spielen dann direkt mal mit seinem Team. Was in dem Fall dann Moskau gewesen ist. Müssen direkt nach Frankreich reisen. Oh, Tino. Tor. 1-0 für dritte Minute. Sogar schneller als das Tor von Luis Adriano. Im Spiel mit Chacha Moskau. Nein. Chacha Moskau, was für ein Blödsinn. Mit Donetsk. Güf jetzt. Mit Biliz. Langer Pass auf Baros. Lukas Baros. Macht das. Gut, der Abwehrspieler. Oh, vierte Minute und 44 Sekunden. Das ist so meine Zeit, die man gerne stoppt. So, jetzt warten auf Gegner. Was hat er vor? Will er mich irritieren mit seinem Pause drücken? Ja, was er aber wahrscheinlich nicht schafft. Mich kann man mit Pause drücken nicht irritieren. Und wir warten. Ach, jetzt, da ist er wieder. Lopez jetzt. Na. Ah. Tino. Spilitz. Baros. Da ist er. Warte, wollte er mal drauf schießen? Spilitz kommt da nicht ran. Oh, das war gefährlich. Jetzt muss ich ein bisschen mehr meine Chancen verwerten. Lukas Baros. Barrios. Ah, oh, ne, das ist Barrios. Das ist. Das ist der Ex-Dortmunder. Barrios. Jetzt raff ich das. Tino. Oh, schlechter Schuss. Schießt er mit rechts anstatt mit links. Unser Kapitän. Der Costa. Baros. Barrios. Baros war wieder jemand anders. Spielt Baros eigentlich noch? Milan Baros? Der Tscheche? Spielt er noch? Ich meine, den hatte ich schon mal gesehen. Barrios, da war der Pass auf Barrios, aber Barrios macht den nicht. Jetzt, der Torwart, stark kommt er da durch. Dabo, jetzt. Jurado. Wow, da wollte er ganz locker in den Winkel, in den rechten machen. Ah, jetzt macht er wieder Start. Mal gucken, was hat er vor. Macht wahrscheinlich jetzt sein Cheat-Programm an, damit er uns auf jeden Fall besiegt. Oder hat er einfach Probleme mit seinem PC oder so, weil er die ganze Zeit Start drücken muss. Oder hat einfach Angst. Spilitz. Baros. Barrios. Barrios. Pfosten. Boah, starker Schuss. Lukas Barrios. Starker Schuss war das. Mann. Einwurf. Das ist eine scheiß Position. Spilitz. Boah. Gefällt mir die Mannschaft eigentlich so an sich, der Aufbau. Echt guten Torwart, Stürmer. Torwart hat auch ganz gut gehalten. Letzten Part und Barrios. Barrios, Alter, den musst du machen. Ich dachte, du wärst so ein guter Stürmer gewesen. Meine Fresse. Wieder daneben geschossen. Oh, da leckt's gerade. Jurado jetzt. Jurado, ja, der ist drin. Pfosten. Das gibt's doch nicht. Ey, jetzt geht er rein. Ja, Jurado setzt nach, macht das Ding. Verdient. Verdientes 2-0. War der überhaupt mal an meinem Tor? Hat der schon eine Torschance gehabt? Ich glaube nicht. Aber hier das Ding, das hätte schon drin sein müssen. Aber Pfosten. Na gut, gegen die höhere Macht kann man nichts machen. Ja, jetzt Kukü versucht das wieder als Billets. Lachzachze. Macht das gut. Oh, jetzt gibt es Freistoß. Kukü lässt nicht schnell ausführen. Jetzt die erste Chance.
Und der Torwart ist da. Ja, mehr oder weniger. Jetzt Bococci. Lukas. Ah, Barrios. Hey, warum sage ich denn immer Barros, Mann? Gewinn dir das ab, Fabian. Jetzt Kino. Barrios. Jurado, Jurado macht das gut. Jurado steckt durch. Jetzt Bilic, Jurado, da ist er. Oh, was? Oh! Was macht der denn da? Lupft er den übers Tor. Das gibt's doch nicht. Barros. Barrios. Wow, Umiti. Macht Zatze. Gomez, Bryant. Gut ausgesprochen. Ah, gut gehalten, gut gehalten. Kommt den Nachschuss auch noch. Nice. Reprov. Gut gehalten, muss ich sagen. Nicht sehr präzise geschossen von Gomez, der Nachschuss. Aber gut gehalten, stand er gut da. Schön. Ah, da habe ich irgendwas versucht. Ich weiß nicht genau was. Zarze jetzt rüber auf Dabo. Kino. Nein. Nein. Güff rüber. Der Seitenwechsel. Bedimo. Rafael Carzola. Ah, den krieg ich nicht. Ah, schlechter Pass. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist Brian. Das ist Güff. Der ist drinne. Nein. Torwart hält wieder. Knapp, aber er hält. Sollte die weniger abprallen lassen. Das wäre schon recht nett. Boah, faul. Faul. Güff haut unseren Linksverteidiger um. Jetzt Bokoschi mit dem Abstoß. Kanolés, jetzt kommt er auch langsam nach vorne. Boah, nein, nein, der Lozatze. Torwart, Torwart. Kukuf wird gefault. Elfmeter. Da habe ich jetzt gegrätscht. Ich habe gedacht, ich krieg den Ball. Und gibt gelb, ja. Joao Carlos. Habe ich Glück gehabt, dass es nur gelb gibt. Jetzt Gomis. Gegen Reprov, der super hält im Moment. Ah, ja, Pfosten. Pfosten, Pfosten, Pfosten. Unfassbar. Schießt er gegen Pfosten. Habe ich echt Glück gehabt. Nein, 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 bleib im Tor, bleib im Tor, bleib im Tor. Und wieder Elfmeter. Ich glaube es nicht, der Schiri ist gegen mich. Und noch eine gelbe Karte für unseren Linksverteidiger. Ich fasse es nicht. Jetzt hat er noch eine Chance. Komm on. Komm on, der schießt wieder rechts. Schießt wieder rechts. Schießt wieder rechts. Der schießt wieder rechts. Der schießt links. Oh, scheiße. Gomez. Ah, zweiter Elfmeter macht er. Gomez. Ah. Spilitz. Bilic macht das gut. Oh, Freistoß. Das muss rot geben. Das muss rot geben. Auch gelb. Der ist sehr knietisch heute. Das erste Foul von mir hätte auch rot geben müssen. Jetzt Zurado mit dem Freistoß. Starker Schuss. Tor. Nicht sehr gut gehalten vom Lopez, vom Torwart. Aber ein guter Freischuss. Dann schauen wir uns den nochmal an. Komm. Nee, der hätte noch präziser sein können. Den hätte ich noch präziser reinsetzen können. Aber 3-1. Immer wieder den alten Abstand hergestellt. Jetzt Brian, Kino, Lukas. Ah. Holt den nicht wieder. Miti jetzt. Schön. Lukas. Lukas. Lukas kriegt den nicht nochmal. Spielitz. Macht er gut Druck. Oh, jetzt. Starker Pass. Aber geht drüber. Lazarze kann den nicht bekommen. Nicht verwerten. Noch keine Chance herausspielen. Mit diesem guten Pass. Und Abpfiff. Halbzeit ist vorbei. Zwei Tore Jurado, eins Costa. Okay. Aber wirklich Chancen hat er auch nicht gegen die Mannschaft. Beziehungsweise Lyon hat keine Chancen. Hier nochmal der Elfmeter. Ja, den hätte er halten können. Einfach nur den Arm hoch.
Hier nochmal der Freistoß, der wäre auch haltbar gewesen. Da sah der Torwart auch nicht gut aus. Und würde ich sagen, bevor wir uns hier eine Rot einfangen in der Innenverteidigung, würde ich den gerne auswechseln, was nicht geht, was mich ein bisschen ärgert. Haben die denn noch? Großtorf. Linksverteidiger. Ah, Verbindung unterbrochen. Der Gegner ist rausgegangen. 3 Punkte für uns. Ja, 3 Punkte für uns. Das ist jetzt diesmal ein kurzer Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von FIFA 14. Bis dahin, macht's gut. Ciao.